Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier wieder mit Ihnen zusammen zum Workshop dabei zu sein. Ich darf ein bisschen mehr machen als Sie. Sie dürfen mir gerne zuhören und nachher Fragen stellen, die ich Ihnen dann sehr gerne beantworte. Seien Sie herzlich begrüßt und ich freue mich auf einen wunderschönen Abend mit Ihnen, eine wunderschöne Zeit hier. Und ich hoffe, es geht Ihnen ebenso und vielleicht. Sie haben ja ein bisschen was gemerkt, hier ist eine Veränderung stattgefunden. Und vielleicht schreiben Sie mir kurz, ob Sie mich gut sehen und hören können. Und dann würde ich dann einfach auch in den Workshop starten. Ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen und dann erst später dann unseren Vortrag folgen. Das ist natürlich immer möglich. Sie können sich auch mal die Downloads herunterladen und das dann für sich verwenden. Und ja, im Hintergrund meine Eltern, lieben Dank, Mutti Vati, dass ihr mir hier unterstützt. Und lieben Dank, Herr Schuster, ich sehe gerade, Sie schreiben mir, Bild und Ton ist gut. Dankeschön. Dann starten wir hier mit unserem Workshop. Sie sehen, 15. Januar 2024, das ist heute ein Montag. Und da haben wir dann auch die richtige Präsentationsfolien erwischt. Schön, freue mich. Und ich gebe sie Ihnen auch zum Downloaden hier bereit. Dann können Sie sich das abspeichern. Ja, 15. Januar 2024, los geht's mit dem wichtigen Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und das neue Jahr ist noch nicht so alt und dennoch freuen wir uns, Ihnen hier im AGCare Workshop von Erfolgsberichten schon erzählen zu dürfen von Anwendern, die erfolgreich AGCare für sich oder für andere eingesetzt haben. Sie wissen ja, AGCare ist nicht nur für medizinische Laien, sondern wird auch sehr erfolgreich von Heilpraktikern und Therapeuten eingesetzt. Aber auch haben einige Firmen AGCare bei sich für ihre Belegschaft zur Verfügung gestellt, um krankheitsbedingte Ausfälle zu minimieren, aber auch um noch einen Schritt weiterzugehen, um zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Mitarbeiter mit AGCare beizutragen. Und mit dazu gehört auch aus unserer Sicht auch das Wissen um Methoden und Verfahren, die mit einfachen Mitteln man selbst und ohne schädigende Nebenwirkungen einsetzen kann. Das alles bietet AgiSmart, unser Infodienst. Hier können wir Ihnen neue Erkenntnisse der Wissenschaft, der Medizin, der Technik vermitteln. Und ich freue mich, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, unter der Thematik Leben ohne Krankheit, elektromagnetische Energie und unser Leben, Experten der Medizin, Physik und Medizintechnik zu gewinnen, die auf unserem nun inzwischen sechsten Symposium Ihnen ihre Erkenntnisse präsentieren und vorstellen werden. Das Symposium findet hier in Storkow am 9.3., das ist ein Samstag, findet es statt und es wird den ganzen Tag dauern. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Es ist eine wunderschöne Location. In der Burg Storkow findet es statt. Ein herrlich mittelalterliches Gebäude, was, denke ich, sehr schön ist und sehr, sehr, auch sehr schön ist, dass es so für uns nutzbar ist, nämlich für diese Veranstaltung. Und es bleibt mir jetzt an dieser Stelle noch zu sagen, dass wir begrenzte Plätze zur Verfügung haben. Also somit empfehle ich Ihnen hier so schnell wie möglich noch Tickets zu sichern. Momentan gelten sogar noch Sonderpreise, also schnell sein und dann am 9.3. mit dabei sein. Versprochen habe ich Ihnen Erfolgsberichte von Anwendern, die mit Hilfe von AGCare erfolgreich für sich, für ihre Lieben, für ihre Nächsten eingesetzt haben. Und hier betrifft es eine 81-jährige Frau mit Coxarthrose.
Coxarthrose ist Arthrose, also Knorpelgelenksabnutzung im Hüftgelenk. Und wir empfehlen bei dieser Fragestellung die AGCare-Anwendungen A51 Coxarthrose, ALT1 Borrelien, beziehungsweise ich habe es daneben geschrieben, SYL26, die Anwendung heißt Borrelien Lyme Bartonellen und U199 Hüftschmerzen, und da steht in Klammern noch dabei, wie bei Coxarthritis. Es werden immer die beteiligten Erreger eliminiert, so auch bei der Anwendung Coxarthrose. Und diejenigen zutreffenden Mikroorganismen bei Coxarthrose sind hier im Frequenzmuster zusammengefasst und werden eliminiert, so sie vorhanden sind. Wenn sie nicht vorhanden sind oder wenn sie nicht vorhanden sein sollten, passiert nichts, aber auch genau das, nämlich nichts. Die Frequenzen werden ohne Resonanz zu erzeugen, werden sie schadlos durch den Körper geleitet. Und um ganz sicher zu gehen, empfehlen wir zusätzlich aus der Gruppe Parasiten direkt die bekannten Zuständigen, in dem Fall Borrelien, die entsprechenden Frequenzmuster, die einmal nochmal direkt auf diese Parasiten, auf diese Pathogene gehen und diese dann eliminieren. Man könnte es noch ergänzen mit den Frequenzen gegen Chlamydia pneumoniae zum Beispiel. Und in dem Fall dieser Fragestellung haben wir die Frequenzen gegen die bei dem auftretenden Symptom beteiligten Erreger auch noch angegeben, nämlich die Hüftschmerzen wie bei Coxarthritis, also wie bei Hüftgelenkentzündungen. Das heißt ja Coxarthritis. Arthritis ist der entzündliche Vorgang. Also sehen Sie an der Endung itis. Und das ist die Hüftgelenksentzündung. Und hier geht es um die Hüftschmerzen, die natürlich hier auch auf jeden Fall mit dabei sind, weswegen hier die Anwenderin großen Leidensdruck hatte für sich. Die Anwenderin war hier sehr schnell erfolgreich für sich. Es bedurfte, wie uns mitgeteilt wurde, 4 Anwendungen, also 2-mal pro Woche. Somit hat es 2 Wochen für sie gedauert, dass eine Verbesserung für sie eintrat und der schon geplante OP-Termin vorerst um ein halbes Jahr verschoben werden konnte. Ich denke, das ist ein noch sehr erwähnenswert und herausragendes Ergebnis, hier in dieser kurzen Zeit 2-mal pro Woche, also innerhalb von 2 Wochen, eine solche Verbesserung zu erreichen für sich selber. Sie können sich vielleicht selbst vorstellen, wie es einem da geht, wenn man diese Hüftschmerzen hat, wenn man diese Coxarthrose hat, um dann hier nach dieser relativ kurzen Zeit da schon solch eine Verbesserung zu spüren, um die Entscheidung zu treffen, der OP-Termin sollte verschoben werden, vorerst um ein halbes Jahr. Und ich gehe davon aus, dass diejenige hier noch weiter die Anwendung weiterhin durchführt, um dann auch den nächsten OP-Termin verschieben zu können. Und darum geht es uns hier mit AGCare, um die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Da wir denken, und Ihre Rückmeldung bestätigen es uns, AGCare und die Eliminierung störender Mikroorganismen mittels spezifischer elektromagnetischer Frequenzen trägt hierzu einen großen Teil dazu bei. Ein weiterer Bericht einer Anwenderin beschreibt ihre Situation insofern, dass sie seit dem 01.01.2024 sehr, sehr stark erkältet ist. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, welche Anwendungen bereits durchgeführt wurden von der Anwenderin. Einmal WEI22 Viren, umfassend, C1301 Lungenentzündung, bronchial, C370 Erkältung und Grippe, Winter 01, A434 RS-Virus und A117 grippaler Infekt. An der Anzahl der Anwendungen kann man eventuell auch erkennen, dass hier versucht wird, an allen möglichen Strippen zu ziehen und um die Situation schnell und
möglichst positiv, also natürlich positiv, aber möglichst schnell zu verbessern für sich, um eben die Erreger zu eliminieren. Und trotzdem fuhr die Anwenderin nach 4 Tagen in der Nacht sehr, sehr starke Atemnot. Und in ihrer Not rief sie den ärztlichen Notdienst an, der aber zunächst und hat stattdessen die Anwendung durchgeführt, hier C1301, Lungenentzündung bronchial, SYL36 Atemwege und C943 Lunge, Sinusbakterien. Und die Atemnot und auch das Fieber, was zuvor bei etwa 39 Grad Celsius lag, wurde etwas gelindert. Das Fieber ist etwas zurückgegangen, nicht ganz, aber es ist etwas zurückgegangen. Und Fieber ist ja in dem Fall sehr gut, da hier das Immunsystem mittels Erhöhung der Körpertemperatur erreichen will, die störenden Erreger loszuwerden, sie zu eliminieren über diese Temperaturerhöhung. In unserem Agismat-Beitrag, Virusinfektion, was tun, haben wir in der letzten Woche hier vorgestellt, den haben wir hier vorgestellt und ich möchte ihn Ihnen hier auch nochmal ans Herz legen. Sie kommen zum Beitrag über unseren Infodienst Agismat. Das ist ein Abonnementservice. Im ersten Monat kostet das Abonnement lediglich 1 Euro und Sie können aber auf alle Beiträge zugreifen, eben auch schon ab der ersten Zeit, eben auch auf den Beitrag, den wir Ihnen in der letzten Woche hier vorgestellt haben. Die Gründe, weswegen wir ihn nur im geschützten Bereich, also im Abonnementbereich veröffentlichen und somit und sonst nirgends, haben wir in der letzten Woche auch tatsächlich ausführlich mitgeteilt. Und das wären auch noch Hinweise gewesen zu dieser Situation, zur Verbesserung dieser Situation hier für die Anwenderin. Und nichtsdestotrotz haben wir bereits im Laufe des nächsten Tages die Mitteilung erhalten, es ginge ihr besser. Es bedurfte lediglich Antibiotika und Agilcare, dass es ihr besser ginge. Und noch der Hinweis, andere Bekannte mit ähnlichen Symptomen hätten ins Krankenhaus gemusst und sie ist nicht ins Krankenhaus gegangen, da sie Agilcare unter anderem eingesetzt hat, dass es ihr schnell besser geht. Also ein sehr für sie vielleicht auch ein sehr hilfreicher Beitrag und stärkt sie auch, dass man sich auf diese Möglichkeiten verlassen kann, hier mittels Agilcare auch die betreffenden Erreger zu erreichen, zu eliminieren, um dann Verbesserung der Lebensqualität für sich zu erreichen. Wichtig von uns ja immer der Hinweis, dass die Randbedingungen sehr gut eingehalten werden, dass die Elektrolyte verbessert werden, dass entgiftet wird. Sehr, sehr wichtig. Sie wissen, wir empfehlen Naturzeolit 10 Mikrometer. Und da haben wir auch entsprechende Einnahmeempfehlungen, die wir da sehr gerne an Sie weitergeben, wenn Sie da Fragen haben. Also für Sie hier diese beiden Berichte. Und damit möchte ich auch meinen Bericht hier abschließen. Sie finden wie immer unsere Daten, wie Sie uns erreichen, hier auf einer der letzten Seiten. Sie finden sie auch in den downgeloadeten Folien für sich, falls Sie darauf zurückgreifen möchten. Bitte beachten Sie dabei noch die Kanäle, wie Sie uns erreichen. Dort finden Sie eben nicht WhatsApp und nicht Telegram oder SMS als Kanal. Der Hintergrund ist, wir haben das auch schon mal gesagt, ich sage es aus aktuellem Anlass auch nochmal hier heute. Wir können auf Ihre Fragen zu Empfehlungen dort nicht ausreichend antworten über diese Kanäle. Deswegen lassen wir uns den Kanal des Ticketsystems, der E-Mails, nämlich genau der E-Mails an support@ulrich-mtc.de. Das ist unser Kanal für die Tickets, also über die Website, der Ticketsystem, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Und wenn wir auf Ihre Fragen in WhatsApp oder Telegram eingehen würden,
ist es nur für einen von uns nachvollziehbar. Ich würde es ihm kurz erklären, deswegen hole ich da noch ein bisschen aus, aber ich lasse sie dann auch gleich in Ruhe damit. Also es ist nur dann für einen von uns nachvollziehbar und Sie wissen ja, wir arbeiten hier im Team, somit ist auch für Sie komfortabler, wenn eben wir insgesamt auf die Daten, auf die Nachrichten zurückgreifen können, um auch dann einen Verlauf zu sehen. Und für Sie ist es auch bequemer und einfacher und Sie bekommen schneller Ihre Antwort, wenn Sie auch eben den von uns hier den von uns hier dargestellten Kanal nutzen, der uns auch der bequemste ist, um Ihre Fragen zu beantworten. Ja, dann noch nicht zu vergessen, die Information, was ist, wenn Sie AgilCare weiterempfehlen? Da können Sie sich hier anhand dieser Folie die Informationen anschauen und natürlich stehen wir Ihnen auch zur Verfügung. Das ist ja kein Geheimnis, dass wir uns natürlich sehr bedanken dafür bei Ihnen, wenn Sie AgilCare weiterempfehlen. Das ist und bleibt so. Und hier sind, wie gesagt, noch einmal die Schritte aufgelistet, die einfach, wirklich einfach sind und auch einfach einzuhalten sind aus meiner Sicht. Dann bin ich jetzt hier mit meinem Vortrag tatsächlich am Ende und freue mich, dass Sie so lange durchgehalten haben, dass Sie mir zugehört haben. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich jetzt auch schon mal bei meinen Eltern für die liebenswürdige Unterstützung, hier die Fragen, die Beantwortung der Fragen vorzubereiten.